Der Radio Galaxy Lieblingssamstag. Wir lieben das Wochenende. Das ist euer Lieblingssamstag auf der 105,8. Heute mal wieder mit Special Guest. Bei mir ist Jermaine Dobbins, quasi einer der Ansbacher Rap-Veteranen. Sag mal guten Morgen, Jermaine. Guten Morgen. Sehr freundlich, Dankeschön. Und der Jermaine hat uns auch noch was Schönes mitgebracht, was das genau ist. Gleich im Radio Galaxy Lieblingssamstag. Ich bin der Chris, von mir auch einen schönen guten Morgen. Der Radio Galaxy Lieblingssamstag. Wir lieben das Wochenende. Das Radio Galaxy 105,8 mit nur der besten neuen Musik. Das ist euer Lieblingssamstag. Und ab und an haben wir ja in unserem Lieblingssamstag Gäste. Meistens sind das quasi so regionale Lieblingskünstler. Jermaine Dobbins ist heute bei mir. Guten Morgen, Ansbach. Was geht ab? Hat ja einen Grund, dass du so früh am Wochenende schon wach bist und hier mit mir rumsitzt. Gibt ein neues Album, Soloalbum von dir. Wie kam es dazu und worum geht's? Die mich schon länger kennen, wissen ja, dass ich lange mit den Addicts unterwegs war. Deswegen, ich meine, da gab es auch Releases, aber halt nie was, was jetzt das unter Jermaine Dobbins lief. Dann kam Project 13 mit dem guten Bruder Vision One. Dann kam Ubuntu mit Skrilla und Loquace. Und ich hatte für mich selber auch das Ziel gesteckt, dann danach ein Soloalbum zu machen. Wollte mir dafür auch ganz, ganz viel Zeit lassen, weil ich ein Konzeptalbum machen will, das quasi eine Story erzählt über die Songs als Ganzes, also ein großer musikalischer Film. Und jetzt sind aber im letzten Jahr trotzdem so viele Songs entstanden, die in dieses Konzept nicht reinpassen, die mir persönlich zu gut gefallen haben, um sie dann einfach verschwinden zu lassen. So. Und daraus ist dann eben das neue Album jetzt entstanden. Also das ist jetzt noch nicht das angekündigte Konzeptalbum, das kommt dann aber auch bald. Das habe ich in Planung, aber ich lasse mir wirklich Zeit. Also da gibt es überhaupt keine Ansagen dazu. Wenn es in 2 Jahren soweit ist, dann ist es in 2 Jahren soweit. Also das ist nichts Festgelegtes. Gut, lass uns erstmal darüber reden. Ihr wurdet gewarnt, heißt das Ding. Was da los und worum geht's? Inhaltlich, da ist, glaube ich, der Titel, wie sagt man, also der sagt schon an, um was es geht. Hat verschiedene Gründe. So der kleinste Grund ist für mich so, dadurch, dass es mein erstes Soloalbum ist und so Gott will, folgen dann noch mehr, ist das eben der Warnschuss. Ihr wurdet gewarnt, jetzt komme ich quasi so. Typische Rapper-Ansage. Das Tiefgründigere dahinter ist, es passt, finde ich, vom Titel her in die jetzige Zeit. Wir in der westlichen Welt, Europa, USA, Kanada, wir beobachten schon lange, wie anderenorts Kriege passieren und so. Aber wir schauen halt nur zu. Und egal, wie du das jetzt einschätzt, ob du da jetzt pro Flüchtling bist oder Anti-Flüchtling, Fakt ist, wir wurden gewarnt. Wir haben es noch nicht realisiert. Und wenn wir jetzt so gar nichts tun und nur schlaue Facebook-Kommentare von uns geben, wird das halt wieder eine verpasste Warnung sein. Und was für mich persönlich wichtig ist, ich betitel mich wie viele in Deutschland schon immer als Christ, aber ich habe die letzten 2-3 Jahre da wirklich für mich selber so in Jesus einen tieferen Sinn gefunden. Deswegen habe ich ja noch den kleinen Untertitel zum Album Psalm 119,54. Damit eröffne ich eigentlich auch den ersten Song. Solange ich Gast auf dieser Erde bin, sind deine Regeln Inhalt meiner Lieder. Und das ist das, was ich in Zukunft mit meiner Musik machen will. Ich denke mir nicht nur so, okay, finden das jetzt die Jungs cool, komme ich damit gut an. Für mich ist eher wichtig, mag der liebe Gott, was ich da mit der Musik mache. Ja, ob es Gott gefällt, kann ich dir nicht sagen, aber wir können mal testen, was unsere Hörer davon halten. Wir hören rein. Was hören wir denn gleich? Wir hören Wendepunkt aus dem Album Ihr wurdet gewarnt. Solange ich Gast auf dieser Erde bin, sind deine Regeln Bestandteil meiner Lieder. Radio Galaxy 105,8 mit nur der besten neuen Musik, euer Lieblingssamstag, und Jermaine Dobbins ist bei mir. Guten Morgen. Mit seinem neuen Album Ihr wurdet gewarnt. Vorhin haben wir Wendepunkt von dir gehört. Jetzt haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Gott ist ein wichtiges Thema bei dir und du sagst schon auch gerne, was deiner Meinung nach so schief läuft in der Welt. Da hast du schon immer mal wieder den erhobenen Zeigefinger mit am Start, ne? Ich schließe mich da selber nicht aus. Also ich halte mich jetzt nicht für dem Pfarrer mit einer weißen Weste oder so. Ich versuche schon in meinen Formulierungen das so rüberzubringen, dass ich auch ein Teil der Sünde bin oder so. Also dass ich der Sünde auch verfallen bin, so wie jeder andere eben auch. Ich versuche nicht, mich da auszuschließen. Zeigefinger probiere ich alle. Also das ist nicht meine Absicht dann, wenn es so rüberkommt. Erweckt aber schon so ein bisschen den Eindruck, als würdest du auch einfach sagen, was du zu sagen hast, egal ob es den Leuten jetzt gefällt oder eben nicht. So ist, musst du ja jetzt unabhängig, ob das jetzt von Gott handelt oder du musst ja unabhängig davon wirklich sagen, ich mache meine Musik
und was der Rest denkt, ist mir egal. Natürlich ist es schön, wenn die Leute das dann feiern, da, weil wenn es keiner feiert, dann bringt es sich ja auch nirgendwo hin so. Aber es ist klar egal, aber man freut sich natürlich, wenn die Leute sich drüber freuen und was damit anfangen können. Ja, Gott ist schon echt wichtig für deine Musik, ne? Also für dein ganzes Leben, oder? Ganz wichtig, also eigentlich die Nummer eins. Ich habe dann auch schon oft die Diskussion gehabt, warum Gott die Eins, was ist mit Familie und so, aber ich bin der Meinung, wenn du Gott richtig verstanden hast, man geht halt auch oft von dem Bild aus, was man von ihm hat, projiziert durch die Masse des Christentums, in dem Fall jetzt halt, ne? Ich bin aber allerdings der Meinung, dass die Masse des Christentums ihn nicht richtig reflektiert, ohne jetzt selber dabei mich groß, weil es geht nicht darum, sich selber groß zu machen, aber wenn du Gott richtig verstanden hast, in meinen Augen, Dann ist Familie automatisch ganz weit oben. Also dafür sind wir Menschen da so. Aber da müsste man jetzt fast einen Gottesdienst im Interview anfangen, um das dann zu erklären. Wäre auch mein Versuch, das so anzugehen. Ich rap über das ganz normale Leben, aber immer mit dem Aspekt, was ich da schreibe, ich möchte, dass es auch oben gefällt. So, das. Aber deswegen hast du ja trotzdem viele sagen ja auch, würde ich jetzt über Prostitution rappen, meinetwegen auf dem Album. Dann sagen alle so, oh, der will ein Christ sein und rappt über Prostitution, aber das kommt doch in der Bibel auch vor. Da wird auch von Prostituierten erzählt. Da wird auch von zu viel Alkoholkonsum erzählt. In der Bibel steht ja nicht, hier sind Blumen und das ist alles. Auch wieder wahr. Wir hören noch einen Track. Fall featuring Jesse und Loquace. Es geht darum, nicht aufzugeben, sich nicht kleinreden zu lassen. So eine Sache, die ich gelernt habe, nicht so viel geben, auf die nur reden. Euer Lieblingssamstag mit nur der besten neuen Musik. Bei mir sitzt Jermaine Dobbins. Guten Morgen. Jermaine, neues Album hast du uns mitgebracht. Ihr wurdet gewarnt, heißt das Ding. Jede Menge feine Tracks drauf, geht viel um Gott. Und du hast schon gesagt, dass das ein wichtiger Punkt in deinem Leben ist, in deiner Musik und auch für dich privat, Thema Privatleben. Wer immer wieder auch in deiner Musik auftaucht, ist deine Frau, ne? Ja, die ist, ich weiß nicht, ob ich das Album so zusammenbekommen hätte ohne sie, weil ich weiß es selber, bevor ich verheiratet war oder bevor ich speziell auch sie getroffen hatte, man hängt ständig draußen rum so mit den Jungs und das ist ja auch cool, aber man kann den Fokus halt, oder es muss nicht von der Frau abhängig sein, aber in dem Fall ist es schon auch sie. Und dann zweitens ist es ja auch einfach so, ich finde heutzutage jetzt auch, man sieht so viel Scheidung, Streit. Da finde ich es dann halt schön in der Musik, aber auch auf Facebook dann einfach zu zeigen, hey, es gibt doch dieses Miteinander einfach so. Und das ist einfach eine schöne Sache. Im Gegenzug übst du ja viel Kritik an der aktuellen Entwicklung im deutschen oder sogar im weltweiten Rap. Das geht dir ein bisschen auf den Sack, ne? Ja, es ist, du bist ohne deine Fans bist du nichts. Also die Leute, die das kaufen, die Leute, die das klicken. Du bist womöglich auch nichts ohne die Leute, die dir geholfen haben. Ohne die bist du nichts. Und dann, was mir momentan, ich bin Gangster-Rap-Fan, so. Das hat mir auch in meiner Teenager-Zeit sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Ich finde Gangster-Rap auch wichtig, weil es der Gesellschaft, unsere Gesellschaft tut immer gern so, als ob alles so okay ist, wie es ist. Und Gangster-Rap, selbst wenn er überzogen ist, hält dem Ganzen halt einen Spiegel vor. Also hat er seine Daseinsberechtigung. Mich stört nur momentan das Selbstzerstörerische dran. Weil es ist wirklich so, okay, du bist Gangster-Rapper XY und du hast ein Problem mit den Bankern, mit den Politikern. Alle sind schuld, dass es dir scheiße geht. Du hast aber im selben Augenblick hast du kein Problem damit, Drogen zu verkaufen, um den Benz zu haben, den der Banker auch hat. Also bist du ja im Kleinen genau dasselbe, wie die Leute, die du ständig kritisierst. Und das ist das Problem, was ich damit habe. Ist aber ja auch das Ding, das im Hip-Hop einfach immer wieder Thema ist, ne? Also klingt logisch, kommt man aber auch irgendwie nicht dran vorbei, oder? Also du kannst nicht sagen so, hey, was weiß ich, der und der führt Krieg, so deswegen sind die scheiße, aber ich verticke Weißes, jeder weiß es und fahre jetzt im Beamer. So, das ist so. Ja, und der andere hat halt eine Atombombe verkauft, um Privatjet zu fliegen und du verkaufst in was weiß ich, in Kokainform den Tod, um ein schönes Auto zu fahren. Selbe Sache halt. Klares Statement, gleich hören wir noch Blessed von dir.
Noch was, das du unbedingt loswerden willst? Ich fände es schön, wenn wir schon dabei sind, einfach mal Danke zu sagen. Danke, danke hier an Galaxy für die Zeit und fürs Reinhören ins Album. Danke, danke an einfach alle, die am Album beteiligt sind. Loquace hat einen Löwenanteil gemacht, Skriller ist drauf, A-Twice, ich bin so froh, dass das ein Addicts-Ding drauf ist. Rockwilder, Vision, danke und natürlich danke an alle, die kaufen, die auf Facebook die Videos teilen, kommentieren und so weiter, weil auf euch kommt's an. Ich kann machen, was ich will, wenn es keiner mitbekommt, dann bleibt's halt bei mir. Jermaine Dobbins im Radio Galaxy Lieblings-Samstag jetzt mit Blast. Und Gruß schnell an Eddie noch. Der hat mich zufällig hier jetzt hergefahren, ich wäre sonst zum Sender gelaufen. Eddie, du bist der Man. Alles klar. Track. What up, Skrillex? Let's get up, rock. Fenster offen und